Hallo meine Lieben, ihr wisst ja, ich tue nicht gerne noch nicht fertige Objekte vorstellen. Allerdings hat man da natürlich auch Vorteile, indem man nicht alles gleich zahlen muss oder man bekommt es auch günstiger. Und ich empfehle immer in solchen Fällen bitte, also bei meinen Kunden, weil ich muss ja auch dafür unterschreiben, dass die Objekte nicht gleich bezahlt werden. Ein Großteil bitte erst, wenn es komplett fertiggestellt ist. Okay? Und erst wenn die Fliesen verlegt sind, wenn man halt richtig die Wohnung sieht, ihr wisst schon, wie ich es meine, ja? Dass halt eine richtige Wohnung sichtbar ist mit Einbauküche. Und wir sind gerade in Oba und diese Straße ist die Zufahrtsstraße mit auch zur Waldorfschule. Also wer Interesse hat, wer Kinder hat und die in die Waldorfschule bringen will, hier hinter dem Hügeln hier wäre auch die Waldorfschule. Wir sind jetzt hier in Oba, aber nicht die Strandseite. Die D400 unterbricht dann die zur Strandseite. Da ist ja alles schon zugebaut. Und es gibt halt auch aktuell so neubautechnisch, ist alles halt auch sauteuer. Ja? Und hier haben wir ein Objekt, das hatte ich euch die Grundsteinlegung mal gefilmt gehabt. Und wie gesagt, wenn ihr solche Sachen kauft, und wenn ihr es bei mir kauft, ich muss ja mit unterschreiben und da bestehe ich drauf, dass man halt erstmal eine Anzahlung macht und dann nicht alles bezahlt, sondern erst, wenn es richtig fertig ist. Weil das muss schon dann alles ordentlich über die Bühne gehen. Meine Devise lautet immer so, alles vorher ordentlich besprechen und auch vertraglich absichern, dass keiner mir ans Bein pinkeln kann und ihr auch die Sicherheit habt. Ja? Und so kann man dann über viele Jahre ordentlich Geschäfte machen. Ja? Nur der Hinweis, ich möchte in Zukunft vielleicht nur noch ein, zwei Wohnungen im Monat verkaufen, weil einfach das so macht das Leben sonst keinen Spaß mehr. Ich bin nur noch beschäftigt mit Wohnungssuche, Kunden, Grundbuchtermin und das ist jedes Mal Stunden. Und ja, wozu lebe ich denn? Das Gleiche gilt auch übrigens für euch. Ja? Wozu lebt ihr denn? Ja? Wozu lebe ich denn? Lebe ich denn nur für einen Job oder was? Also ich bin jemand, der keinen Ständer bekommt, wenn er einen Neuwagen vor der Tür hat oder einen Porsche oder Ferrari. Sowas macht mich überhaupt nicht glücklich. Überhaupt nicht. Was macht mich glücklich? Kinder sind, machen mich glücklich. Die Natur, der Strand, das Leben. Alanya macht mich glücklich. Ja? Und natürlich auch Leute glücklich stellen. Macht mich glücklich. Auch Leute, wenn du dann hörst in meinem Café, Mensch, danke Ali, durch dich haben wir diese tolle Wohnung bekommen oder durch dich sind wir hierher gekommen und haben uns gerettet, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aktuell, das ist ja unglaublich, was passiert, ja. Und übrigens hier mal eine Nachricht an alle, die Aufklärungsarbeit machen in Bezug auf dieses C-Phänomen. Es bringt doch nichts. Ihr, auch diese Wissenschaftler, ist ja schön, dass ihr alles erklären wollt, dass das alles ein Fake ist sozusagen. Ja? Nein, es liegt alles auf der Hand. Man braucht doch nur mal zuhören, was der neue Gesundheitsminister da für einen Schwachsinn jedes Mal labert. Da hörst du ein, also wenn du Gehirn hast, hörst du da eine Sekunde zu und weißt gleich, das sind Vollidioten, was will ich? Aber anderes Thema. Ja? Es ist vorbei, wir müssen... Es liegt alles auf der Hand, es ist nicht mehr zu retten, das wissen wir auch, hatten wir heute erst wieder im Café Gespräche. Jeden Tag sind bei mir Kundschaft da, Freunde da und die machen sich wirklich Sorgen um manche Länder. Also, hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine Wohnung mit, schaut euch bitte diesen Dreck nicht an, hier wird anders gebaut als in Deutschland. Aber es ist natürlich sicher gebaut. Übrigens, jeder, der bei mir eine Wohnung kauft, nicht nur bei mir, das ist gesetzliche Pflicht, dass ein staatlich geprüfter Gutachter von der Behörde gestellt wird. Der, das müsst ihr bezahlen, kostet um die 2000 Lira. Der muss das Ganze anschauen und abnehmen und der sagt dann, alles okay oder auch nicht. Aber bei meinen Sachen ist bis jetzt alles in Ordnung gewesen. Man muss auch, man darf nicht irgendwie bauen, das muss genau nach dem Bauingenieurs
Vorschriften, nach den Architekt seinen Vorgaben und den gesetzlichen Sicherheitsvorgaben natürlich gebaut werden. Und hier sind wir schon ganz schön weit. Und hier haben wir 3 Zimmerwohnungen mit 2 Bädern und nahe Waldorfschule. Also die Waldorfschule ist hier viel näher als in Kestel oder in der Innenstadt, weil die Waldorfschule ist ja auch in Ober. Also, wir sind jetzt hier in Ober und wir haben hier nur noch 2 Wohnungen, leider nur noch 2 Wohnungen frei, 2x3 Zimmerwohnungen. Die eine ist teurer, weil sie da oben ist, die andere ist günstiger, die ist im Hochparterre, also hier. Die ist hier, das ist eine 3-Zimmer-Wohnung mit 2 Bädern und extra Küche auch noch. Ja. Ich tue es jetzt trotzdem mal innen euch zeigen, ja. Aber mit dem Hinweis, dass es halt noch nicht fertig ist. Ja. Und wer jetzt schon zulangt, ich habe also Pläne, wie es ausschauen soll am Ende. Erst am Ende sind dann meine 3% Gehalt fällig, wenn ihr dann sagt, Mensch, super, so wie wir es ausgemacht haben, alles, hier deine 3%. Dafür müssen manche Arbeiter hier monatelang hart schuften, ja, und deswegen freue ich mich ja über mein Gehalt. Und also, wer eine Wohnung in Ober sucht, 3 Zimmer und noch günstig zulangen möchte, ja, diese 69.000 Euro kostet diese hier unten mit 3 Zimmern, Küche extra, Einbauküche ist mit dabei, aber ohne Geräte. Der kann sich melden bei mir und den schicke ich dann auch die Daten dazu und auch die computeranimierten vorläufigen Bilder. Man kann praktisch dann eine Anzahlung schicken und eine Vereinbarung machen, wie viel Raten man immer zahlt. Und ja, hier wird viel gebaut gerade, ja. Ihr seht schon, die ganze Straße ist neu gebaut. Hier alles neu. Das wird eine wunderschöne Straße mit Supermärkten, mit allem drum und dran. So, und jetzt gehe ich mal in eine Wohnung rein. Die obere kostet mehr, da kriege ich noch den Preis zugeschickt. Und vielleicht kann man da auch noch was machen, müssen wir schauen. Aktuell, wie gesagt, nur noch 2 Stück übrig und Angebot und Nachfrage heißt die Devise. Und so, jetzt gehen wir mal rein. So, und jetzt, das ist der hintere Bereich, Obstbäume, Kleinbauern. Hier gibt es auch noch Kühe, also man hört auch Hühner gackern. Das ist fast überall in Alanya, sogar in Hochhausgebieten. Es werden jetzt hier gerade die Stromleitungen gemacht. So, also, das ist hinten. Heute ist stürmisches Wetter. Leute, ganz ehrlich, das ist natürlich geil. Sowas ist natürlich geil. Also das gefällt mir. Das ist natürlich geil. Aber das ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar, wirklich. Das wird geil. Also hier hätten wir das Treppenhaus. Aufzugsschacht ist schon vorbereitet. Und hier wäre die Eingangstür, da ist der Klingelknopf, hier wäre die Eingangstür. Also alle Wohnungen sind in der Art geschnitten, okay? Dann machen wir mal Licht. Hier wäre die Garderobe, der Garderobenbereich. Jetzt kommt das Besondere, die Küche ist in einem Extraraum, das wäre der Raum von der Küche. Steckdosen sind genug vorhanden. Auch unten sind Steckdosen vorhanden für die Geräte. Also es wurde schon an alles gedacht. Jetzt kommen noch die Wasserrohranschlüsse. Dann hat man noch einen Zugang zum Balkon, auch von der Küche. Also wir hätten praktisch hier die Küche. Ja. Man hat auch in der Küche an einen Fernseher gedacht, dass hier in der Höhe auch der Fernseher hinkommt. Ihr müsst natürlich alles euch verputzt vorstellen. Ja. Also ihr bekommt die Wohnung fertig gemacht. Mit Türen, mit Fliesen, mit der Farbe verputzt, alles gestrichen. Das hier wäre das Wohnzimmer. Das hier wäre das Wohnzimmer. Hier das gleiche, für den Fernseher und so sind genug Steckdosen vorhanden.
Und die Betonträger, die sind so, wie es auch die Bauvorschriften erdbebensicher vorschreiben. Und wir sind aber in Alanya, hier haben wir ja nicht so starke Erdbeben, weil wie auf Felsen hier alles gebaut ist. Das sieht man auch, weil die antiken Städten, die hier gibt, stehen noch alle, ja, seit Jahrtausenden. Ja. Und wir haben in Alanya direkt auch antike Städten, auch die Burg oben bei der Burg und auch hier hinten gibt es Semena und verschiedene andere Sachen noch. Das wäre der Balkon und das ist der Zugang von der Küche zum Balkon. Also wir haben eine extra Küche. Ja. Und also hier das Wohnzimmer. Ja. Hier die moderne Fensterfront. Ich würde euch gerne jetzt auch noch die fertigen Bilder zeigen. Ja, genau, ich tue sie mit einfügen in das Video, okay? Ich tue sie mit einfügen in das Video, wie es dann mal wird, ja? Okay, also wie gesagt, wir sind hier in Ober und da vorne, rechts hinter, wäre dann die Waldorfschule für die, die es interessiert. Ansonsten haben wir aber auch Supermärkte und alles in der Nähe. So, und jetzt, da sind schon Klimaanlagenanschlüsse vorbereitet und wir haben ein großes Gemeinschaftsbad. Das ist das Gemeinschaftsbad. Hier auch schon alles vorbereitet. Und wir haben auch noch einen Lüftungsschacht. Einen Lüftungsschacht. Und wir haben... Ja, das wird halt alles noch gemacht. Wir müssen halt jetzt... die arbeiten ja schon zügig hier. Dann haben wir hier... Also das wäre Raum Nummer 2. Das kleine Schlafzimmer. Und hier haben wir das Hauptschlafzimmer. Mit einem Extrabad. Mit einem Extrabad. Und hier hat man das Extrabad. Steckdosen auf der Seite haben wir auch welche. Man sieht schon hier, hier würde das Bett hinkommen. Nachtkästchen hier, Nachtkästchen da. Und Strom. Steckdosen für die Handys oder für die Nachttischlampen. Wir haben hier noch einmal einen Balkon. Der ist aber etwas kleiner als der Hauptbalkon. Das wäre der Balkon. Und wir haben hier Vorschriften von der Behörde, von der Baubehörde, dass wegen zum Kinderschutz hier es schon eine bestimmte Höhe haben muss. Und ich zeige euch jetzt auch dann gleich die Bilder und dazu mache ich dann auch Bismillah Rahman Rahim. Das ist die Erinnerung, also im Hintergrund die Moschee, das ist die Erinnerung, dass es jemanden gibt, der uns auch immer beobachtet, ja? Und der auch für uns da ist und der uns liebt, ja? Mir wurscht, ob ihr ihn jetzt christlichen Gott nennt oder unseren Allah oder wie auch immer. Wer meint, es gibt da nichts, der hat irgendwie dann zu wenig, meiner Meinung nach, zu wenig Gehirnzellen. Man muss nur einfach sich Fragen stellen, wieso die Temperatur auf der Erde genau diesen Bereich hat, dass ja nicht zu viel ist, weil sonst würde alles abbrennen und auch nicht zu niedrig in den normalen Gebieten, dass halt auch die Menschen überleben können. Wer da meint, das ist normal, dann, den kann ich auch nicht helfen. Ja? Und wie schön alles gemacht ist, ja auch. Du brauchst nur einen normalen Hahn anschauen oder ein Hühnchen mit ihren Babys, zwitscher, zwitscher, zwitscher. Das sieht man doch, das kann doch nicht sein, so schöne Lebewesen erschaffen. Ja? Und dann haben wir hier drüben Avocado, Avocado, Avocado und wirklich herrlich. Ja, meine Lieben, ich will euch nicht zu viel zulabern. Ich werde noch dann zu den Bildern noch was dazu sagen. Und wer Interesse hat, kann sich jetzt schon melden. Und wer woanders was nicht fertiges kauft, kann ruhig machen, aber muss halt wirklich aufpassen und auch das Geld nicht gleich alles geben. Ja? Und ich bin ja zertifizierter Makler und habe mein Gewerbe und habe auch mein Büro. Ich kann euch alles zeigen, wisst ihr aus meinen Videos. Auch die Maklerprüfung habt ihr auch gesehen, wie ich meine U-Kunde erhalten habe. Kauft bitte nur dort, wo auch jemand eine Maklerlizenz hat und auch ein Gewerbe hat und auch einen Laden hat. Denn diese Leute haben was zu verlieren. Erstens den Ruf und zweitens
das Gewerbe, wenn er irgendeinen Scheiß baut und auch die Lizenz, kannst du alles verlieren. Wer sowas nicht vorweisen kann und ihr kauft trotzdem dort was, das ist eure Sache. Das ist mir wurscht. Aber kommt nicht zu mir, wenn dann irgendwas sein sollte. Nein. Ja, das ist wie gesagt die extra Küche. Und den Rest erzähle ich euch dann zu den Bildern dazu. Soviel von mir. Liebe Grüße aus Alanya. Passt auf euch auf und bitte lasst euch nicht impfen. Und hier, das wird der Sicherungskasten mit den dazugehörigen Kabeln. Es gibt auch Elektriker-Innungsprüfungen, die müssen vorbeikommen und schauen, ob die Kabel auch die bestimmte Dicke haben, die bestimmte Stärke haben. Nichts mit dünnen Kabeln und dann gibt es einen Kabelbrand. Ich habe bisher noch bei keinem meiner Kunden irgendwie sowas gehört, dass Kabelbrand gab oder sonstiges. Und so soll es auch bleiben. Deswegen arbeite ich nur mit zuverlässigen Leuten zusammen. Wie gesagt, wenn das hier mal fertig ist, dann schaut das natürlich alles anders aus. Nicht, dass einige Leute jetzt einen Schock bekommen. Da oben haben wir auch schon das Kabelrohr für die Deckenbeleuchtung. Und da kommen natürlich auch Stuckarbeiten hier ins Wohnzimmer auf jeden Fall. Und freut euch auf das Video. Ich schicke euch auf die Bilder, die ich euch gleich zeige. In der Art wird es dann auch gemacht. So, genug gelabert. Also eine wunderschöne Gegend. Eine wunderschöne Gegend. Noch mit etwas Grün. Ich hoffe, es bleibt auch grün. Und da drüben haben wir die Berge. Also wunderschön. Das ist Alanya. Ne? Und zum Strand zu Fuß haben wir schon eine halbe Stunde. Die Metro ist auch in der Nähe. Krankenhaus ist in der Nähe. Mit dem Auto zum Strand haben wir nicht mal 8 Minuten, 5 Minuten, je nach Ampellage. Ja? Wenn alles frei wäre, hätten wir mit dem Auto hier 5 Minuten und bis am Strand. Okay, soviel von mir. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.